Macht der ein bisschen mit. Ah, oh, ich bin hab ich ihn jetzt schon gesehen. Ah, oh, Kacke. Ja, sicher. Ah, Mist. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Anscheinend das Fenster, ne? Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Ich wollte nicht sagen, dass mich das beim ersten Mal hat mich ein bisschen genervt, dass es so wenig Schleichpassagen gibt. Und sehr viele Schusswechselszenen halt. Es würde ein Schade, denke ich mal, obwohl das natürlich ein super Spiel ist, auch ganz gut tun,
Also als kleiner Kritikpunkt vielleicht, die ein oder andere Schleichszene mehr drinnen zu haben. Naja, Teamarbeit funktioniert ja wenigstens. Wir müssen zu dem Weg rauf. Das könnte gehen. Hilf mir mal bitte. Du sagst wo? Hi. Dafür, dass es Räder hat, ist es ziemlich schwer. Und über den Kopf von den Wolken. Museumswert aus der Gate. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Über die Balken kommen wir aufs Dach, wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Ja. Sehr gut. Bitte. Danke, Meister. Ella di Corre! Oh, Entschuldigung. Nee. Wow, danke, Mann. Jetzt komm. Okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Dann mach das mal. Ganz schön gefährlich. Ja gut, ist jetzt noch nicht so viel los, aber ist einfach der Heimlichkeit geschuldet, sage ich jetzt mal. Bringt ein Einbruch halt so mit sich, ne? Ich glaube, ach so eine Scheiße. Ja, super. An der falschen Stelle aber ein Sprung. Super. So ein Mist. Egal. Na klar, ich das offene Fenster nicht sehe. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Die höchsten, dass ich hier oben rumklettere. Das wäre bestimmt auch. Wer wird denn da oben? Thomas. Warte, ich bin nicht weiter aus dem Nächsten. Wer ist denn da oben? Was ist denn? Ja, ich komm ja schon. Aber wenn ich so eure Kinderle mache. Hab dich. Du hast so genommen, Mann. Ah, Mann, das war knapp. Okay, keine Donuts mehr für dich. So fett wäre. Arschloch. Auch hier was schaffe ich. Ja. Nochmal, du bist oben. Auszuprobieren, aber ich bin mir natürlich nicht sicher.
sowas bleibt mir im Gedächtnis, komischerweise. Aber die wichtigen Informationen. Ja, und jetzt ein Schluss. Okay. Wollte ich nur mitgenommen haben. Ja, hier gilt ja natürlich dasselbe wie beim letzten Mal, was ich in der Schaut 1 schon gesagt hatte. Natürlich ist es nicht möglich, jetzt in der Stunde das ganze Spiel durchzuspielen, deshalb sammle ich die Schätze trotzdem, weil es einfach verschiedene Facetten aufzeigt. Und die Schätze gibt es ja in jedem Schattenteil. Mal mehr, mal weniger. Oder sogar immer 100, ach, ich weiß nicht genau. Da ist einer über dir, über dir. Einer unter dir. Tja, jetzt hat er doch einen getötet, ne? Das dürfte der nicht überlebt haben. Gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus. Und gegen die Prinzipien verstoßen. Na toll. Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Zynisch, der Gute. Unter dir ist eine Wache. Sehe ich selber. Oh. Anfänger.